Manchmal hauen Komponisten einfach einen raus. Ein Werk, über das alle nur staunen können. Das war damals so ein Knall, so eine gewaltige Tat, die Grenzen gesprengt hat, dass die anderen Komponisten völlig ratlos waren und über einige Jahrzehnte überhaupt keine nennenswerte Symphonie entstanden ist. Die Kritiker haben geschrieben, das Finale ist das Nonplusultra oder wem möchte es wohl gelingen, diese unnennbare Stelle noch zu überbieten. Jetzt mussten sich wirklich alle an ihm messen, an Ludwig van Beethoven und seiner 9. Sinfonie. Willkommen bei den Classic Shorts. Beethoven hat mit seinen ersten 8 Sinfonien die Gattung immer weiterentwickelt und ausgereizt, bis er 1824 an einem Punkt war, wo er gemerkt hat, mir reichen die Ausdrucksmöglichkeiten einfach nicht mehr aus. Das merkt man einerseits schon an der Länge der Sinfonie, über eine Stunde war damals irre lang, und besonders daran, dass er jetzt den Gesang, die menschliche Stimme und damit den Text gebraucht hat, in diesem Fall die Ode an die Freude von Friedrich Schiller. Er hat also die Sinfonie als reine Orchestermusik um den Gesang erweitert und damit um ein theatralisches Element. Und das ist natürlich auch angeeckt. Louis Spohr zum Beispiel, der damals selbst ein bekannter Komponist gewesen ist, hat mal gesagt, mir erscheint die Umsetzung der Ode an die Freude so trivial, dass ich immer noch nicht begreifen kann, wie ihn ein Genius wie der Beethovensche niederschreiben konnte. Und auch er selbst hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Erst wenige Monate vor der Uraufführung hat er sich überhaupt dazu entschlossen, tatsächlich den Chor auch einzusetzen und später immer wieder überlegt, ob er ihn nicht doch durch Instrumente ersetzen soll. Es scheint fast ein bisschen, als hätte er Angst vor der eigenen Kühnheit gehabt. Aber natürlich besteht die 9. nicht nur aus dem Schlusschor. Schon vorher überrascht uns Beethoven, sogar schon ganz am Anfang. Hier meandert die Musik in fallenden Quinten. Es ist wie so ein Stochern im Nebel. Alles ist unklar. Rhythmus, Tonart, Melodie. Es ist wie so ein Urkosmos, das sich erst im Laufe des Werks ordnen muss. Und ungewöhnlich ist auch, dass der ruhige, langsame Satz nicht an zweiter Stelle, sondern erst als drittes kommt. Beethoven braucht hier natürlich den Ruhepol vor dem gewaltigen letzten Satz und dem Schlusschor. Der ist dann wohl das bekannteste und auch beliebteste Stück klassischer Musik überhaupt. Man kann gar nicht messen, wie viele Menschen und auch Künstler von ihm nachhaltig inspiriert und beeinflusst worden sind. In leicht abgewandelter Form ist er heute die Europahymne. Und auch die Laufzeit der CD richtet sich nach der 9. Sinfonie. Die Erfinder damals wollten einfach, dass sie einmal draufpasst. Einfach ein Gigantenwerk, und das, obwohl Beethoven damals schon komplett taub gewesen ist. Bei der Uraufführung ist er ganz vorne gestanden beim Orchester und eine Freundin musste ihn erst umdrehen, damit er die klatschenden Menschen sehen und den Applaus entgegennehmen konnte. Gehört hat er ihn eben damals nicht mehr. Und das ist ja das Irre. Obwohl es Beethoven gesundheitlich so schlecht ging, obwohl er seine politischen Ideale der Aufklärung verschwinden gesehen hat, hat er so ein lebensbejahendes Werk geschrieben, so eine Feier des Humanismus von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aller Menschen. Und vielleicht wollte er es ja damit förmlich erzwingen. Wenn ganz am Schluss die Musik immer wilder, eigentlich fast wahnsinnig wird, dann hat das ja sowas wie von so einem Schrei in der Wüste, so einem gewaltigen Fingerzeig. Überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Alle Menschen werden Brüder.